Hey. Aiden? Hab keine Angst. Es ist jetzt sicher. Danke. Hey, Sophie. Wo ist Vincenzo? Aiden, pass auf! Aiden wird mich bestens für dich bezahlen. Nein! Fuck! Der Typ war es nicht mehr wert, angepisst zu werden. Steh auf, Aiden. Ah, danke, Mann. Jetzt sind wir quitt. Es ist noch nicht vorbei. Aiden? Aiden, komm raus, Feigling! Komm raus und kämpfe. Verzieh dich von hier, Anderson. Das ist Basargebiet. Sag Aether, dass er immer noch alles abblasen kann. Warum sollte er das tun? Läuft doch alles für uns. Du bist dümmer, als ich dachte. Komm runter und kämpfe. Und hör auf, deine Basar-Freunde als menschliche Schilder einzusetzen. Aiden, nein! Doch. Das klingt gut. Du verlässt dich nicht mit den Schießkeepern. Ich brauche erstmal ein neues... Ja, jetzt nimm doch die... Ja, ich hab X gehört. Ach, dann nimm das auf. Das hat sich nicht nach... Ich und meine Kumpels machen. Sehen wir haben... Ich... Ich weiß nicht, wo... Hat das noch jemand in der Nähe? Keine Verluste. Du bist geschafft. Alter, das Wichser! Was das für überlebt, ha? Dich zu töten wird mir Spaß machen. Schönen Gruß von den Picards. Du hast es so gewollt. Ich weiß nicht, warum Aether dir vertraut hat. Nimm was ab! Stirb, du Bastard! Ich hätte dich längst umbringen sollen. Du hast... Ich schneide dir die Kehle durch. Dich zu töten wird mir... Ja, war online. Aiden? Es gibt Meldungen, dass sich Aethos Leute zurückziehen. Der Plan ging auf. Wir haben das Licht ausgemacht und die Infizierten haben sie in Stücke gerissen. Ohne Licht haben sie keine Chance. Aether hat seine Männer abgezogen. Sie sind in den U-Bahn-Tunneln. So kommen wir nicht ins Stadtzentrum. Karl hat uns hintergangen. Er ist zu den Peacekeepern gegangen und hat sie gewarnt. Er behauptete, er wolle ein Blutvergießen verhindern, hat es aber nur noch schlimmer gemacht. Jetzt aber leite ich den Basar. Und ich verspreche, dass wir Aether besiegen werden. Und ich werde dich zum Zentralring bringen. Sophie, schmeiß den Basar! Für Sophie! Hey, wie viele Picards braucht man, um ein Hemd zu bügeln? Keinen! Weil die viel zu tot zum Bügeln sind. Alberto ist tot. Aiden, du alter Stimmungskiller. Ja. Wirklich? Er starb beim Sprengen des Windrads. Wie ist es passiert? Wir haben Vincenzos Plan umgesetzt, aber dann musste Alberto Vincenzo ersetzen. Er opferte sich, um das Windrad zu sprengen. Leck mich am Arsch. Auf Alberto! Auf Alberto!
Und? Wo ist Vincenzo? Draußen. Sieh dich um. Wenn sie mit Vincenzo. Vincenzo. Aiden, wir haben es geschafft. Mein Vater, er hat es wirklich geschafft. Ich soll dir von deinem Vater was sagen. Er war immer stolz auf dich. Sehr stolz. Was? Warum erzählst du mir das? Und nicht ihm? Er ist gestorben, Vincenzo. Gestorben für den Bazar. Musste er leiden, als er starb? Nein, er hat gelächelt. Er war stolz auf dich. Stolz, dass er deinen Plan umsetzen konnte. Danke, dass du bei ihm warst, Aiden. Mein Vater war ein toller Kerl, Vincenzo. Ja, Alberto war schon okay. Guter Handwerker. Früher hast du ihn einen Loser genannt. Ein Trottel, hast du gesagt. Wenn wir mehr Albertos hätten, wären die PKs schon längst weg. Du! Kümmere dich um Vincenzo. Los! Du hast saugute Arbeit geleistet, Aiden. Wir werden die PKs besiegen. Und wir werden dir helfen, ins Stadtzentrum zu kommen. Du bist jetzt einer von uns, Bruder. Du bist Teil der Bazar-Familie. Danke, Barney. Viel Glück. Viel Glück, Pilger. Marcon, wo bist du? Ich warte bei den Mädels auf dich. Beeil dich, Aiden. Die Passage ins Zentrum. Sie ist versperrt. Ich habe eine andere Idee. Beeil dich! Okay, bin unterwegs. Hier ist jetzt ein Hafenstück. War wohl eine Krähe oder so.
Schicht ist heutzutage noch gruselig. Warte mal, dann ist das verdammte Sekunde. Du kannst dir nicht näher. Ich leg dich um. Das Kommando schickt uns nie in die GRE-Labore. Jeder weiß, dass es Höllenlöcher sind. Hakon. Na endlich, Mann. Los jetzt. Als Jana hörte, dass du kommst, ist sie mit Sarah abgehauen. Sie mögen dich wohl nicht besonders. Wo sind wir? Schweine Scheiße. Bleib cool. Zeig. Zeig, ich helfe dir. Scheiße. Warte. Zeig mal, ich helfe dir. Ganz ruhig, das wird schon wieder. Was ist das? Die Wunde durch den Lazarus? Also hast du Lukas getötet? Ohne den Schlagring hätte die Sache bloß ein paar Sekunden gedauert. Ich dachte, er wäre ein besserer Kämpfer. Was redest du da für einen Scheiß? Mit der Wunde kann ich es auch zugeben, also oder? Hast du sein Tattoo rausgeschnitten und es Barney verpasst? Waltz hat seinen Tod befohlen. Du arbeitest für Waltz und sagst nichts? Du Stück Scheiße. Du kapierst nicht. Waltz hat mich umgebracht, genau wie Dylan. So wie jeden, der rebelliert. Ich muss hier weg, okay? Ich konnte es dir nicht sagen. Wieso? Du weißt, dass er es war, der mich als Kind gefoltert hat. Ich habe es dir nicht erzählt, um dich zu schützen. Wenn du wirklich was rausfindest, was über deine Schwester rausfindest, bringt Waltz dich um. Wo ist er? Da, Kacke! Wo ist Waltz? Wir wollten uns unter der Elektroautofabrik treffen. Im GIE-Tunnel. Aiden, ich schaff das hier nicht, okay? Die machen mich platt! Willst du abhauen? Willst du jetzt abhauen? Nö, nee, der hat uns verarscht. Ich überlasse Haken sein Schicksal. Was du verdienst. Ja, dann kann der, der hinter dir her ist, sein Werk vollenden. Entweder dein Attentäter kriegt dich, oder die Infizierten. Du wirst deine Schwester niemals finden. Waltz wird dich umbringen. War mir eine Freude, ich. Fick dich! Sophie, ich brauche deine Hilfe, um...